Ich hatte die bei meinem allerersten großen Turnier für die Nationalmannschaft. Damals habe ich die Nummer 4 immer getragen. Auch wenn da ein kleines Missverständnis vorlag, dass ich im Finale die 3 hatte, wollte ich auch in Potsdam die Nummer 4 haben und bin der Nummer 4 dann treu geblieben. Und so ist es entstanden. Eine größere Bedeutung hat es eigentlich nicht. In Fußballschuhen habe ich die 42 und in normalen Schuhen die 40,5. Es variiert bei mir immer ein bisschen. So ist es eigentlich Bastian Schweinsteiger, weil ich finde, er ist ein Superkämpfer, ein überragender Fußballer gewesen, hat immer alles gegeben und ja, das Höchstmögliche erreicht. Turbine Potsdam ist einer der ersten Vereine in der Frauenfußballgeschichte überhaupt, der wirklich Erfolgsgeschichte geschrieben hat, jahrelang hintereinander und auch schon ja zu Zeiten, wo Bernd Schröder angefangen hat, steht für Tradition, für Zusammenhalt und treue Fans. Ich wusste, dass die Frage kommt. Ich würde sagen, dass ich sehr ehrgeizig bin, kompromisslos auf dem Platz, in die Zweikämpfe gehe und definitiv teamfähig. Eigentlich habe ich gar nicht so richtig Rituale. Das Einzige, was ich vorm Spiel mache, ist, dass ich mir den linken Schienbeinschoner zuerst anziehe, dann den linken Stutzen und den linken Schuh. Und was ich für mich immer noch mache, um meine Fehler zu minimieren, ist kurz vorm Spiel in der Kabine einfach nochmal in mich gehen und nochmal Situationen im Kopf durchgehen, auf was ich achten muss, was ich gut machen muss. Und ja, wenn ich das gemacht habe, hoffe ich auf ein gutes Spiel. Ich spiele Fußball, seit ich 4 Jahre alt bin, also schon sehr, sehr lange, eigentlich fast mein ganzes Leben lang und konnte mir eigentlich auch nicht mehr vorstellen, davon wegzugehen und bin dann letztendlich auch ja, so weit oben gelandet, wie man es konnte. Und gerade dann ist es schwer aufzuhören und habe ich auch eigentlich nicht vor. Meine größte Motivation ist es, jedes Spiel zu gewinnen eigentlich. Also man geht auf den Platz, um zu gewinnen, um nicht unentschieden zu spielen und auch um nicht zu verlieren, sondern um zu gewinnen und mit der Mannschaft Erfolge zu haben. Und es ist einfach eines der geilsten Gefühle, so ein Spiel mit der Mannschaft zu gewinnen, gerade wenn es um Top-Spiele geht, wie gegen Wolfsburg oder Bayern. Und man kann wirklich was erreichen. Und umso schlimmer ist, oder ja, schlimmer ist es, oder wenn man einfach die Spiele verliert. Wenn ich nicht mit Fußballspielen angefangen hätte, wäre ich sicherlich beim Volleyball gelandet. Das macht mir einfach Spaß, genauso wie Handball. Das sind Teamsportarten, Ballsportarten. Und ja, das ist einfach mein Ding. Mein größter Wunsch ist es, einmal mit Turbine Deutscher Meister zu werden oder auch mal den DFB-Pokal zu gewinnen. Man stand zweimal im Finale, hat beide Male gegen Wolfsburg verloren und ja, die letzte Meisterschaft für Turbine wurde 2012 geholt, in dem Jahr, wo ich gekommen bin. Und es wäre schön, einfach nochmal oder einfach mal so ein Erlebnis zu haben, wie sowas ist. Das ist einfach, wäre schon ganz geil. Wir sehen uns beim nächsten Heimspiel. Bis dann!